Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading Spezial mit Oliver Klemm. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor wir jetzt direkt starten mit dem Live Trading bzw. mit dem Webinar mit Olli, müssen wir zunächst natürlich einmal wie immer den Risikohinweis zeigen. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Sehr wichtig, dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung verstehen und ja, Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder mit Olli ein Webinar machen können. Ist ja doch etwas länger her. Insofern dann auch nochmal offiziell guten Morgen, Olli. Freue mich, Einen dass du wunderschönen guten Morgen. dir die Zeit genommen hast, heute mit uns die Veranstaltung zu machen. Ich würde sagen, wir starten und ich übergebe jetzt den Bildschirm und das hoffentlich dann auch, dass alles klappt. Ja, dein Bildschirm ist zu sehen. Jawohl, gibt gar keinen Grund, warum das nicht klappen sollte. So sieht's So. aus. Dann viel Spaß und viel Erfolg. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am Tag nach dem Fed-Meeting. In der Regel ist das ein Tag, wo eine Menge los sein könnte. Und was wir tun hier ist ja einfach unsere Market Profile Techniken anwenden. Ich bin, wie ihr ja wisst, und bin da auch froh drüber, kein MT4-Spezialist. Und daher kann ich es schneller erstmal grundsätzlich zeigen auf meiner Plattform. Die zeigt im Grunde dasselbe, aber ich kann damit besser umgehen. Deswegen, bevor wir uns wieder dem MT4 zuwenden, nur kurz zur Erklärung, was wir hier tun oder was ich tue. Ich schaue jeden Morgen auf den Eröffnungspreis. Das ist für mich der wichtigste oder einer, vielleicht sogar der wichtigste Preis des Tages. Und schaue, ob der innerhalb meiner Value Area, das ist dieses dunkelblaue Strichelwerk hier. Ich nenne es die rote Bombe, damit man es sehen kann. Also hier, das ist der obere Value Level, das ist der untere Value Level. Die magentafarbene, Telekom magentafarbene Linie ist der Point of Control. Wer hier, Freunde des leicht verdienten Geldes, wer von euch weiß nicht, was Market Profile ist, hat keine Ahnung, was ein Point of Control ist, hat keine Ahnung, was eine Value Area ist. Denn da müssen wir nochmal dann drüber reden, ein, zwei Minuten. Ich weiß, es ist früh am Morgen, aber ich liebe Feedback. Wenn kein Feedback kommt, mache ich es in meinem Tempo. Dann werde ich aber Fragen dann noch ignorieren. Also, wir haben viele, die das verstanden haben. Das hätte mich auch gewundert. Ich erkläre es nochmal in kurzen Worten. Also, worauf ich achte, ist auf das Volumen. Das heißt, ich arbeite mit echten Future-Daten. Genau, sind nur ausgeschlafene Profis hier. Das bedeutet, ich weiß,
kurz nach 22 Uhr weiß ich, was oder welcher Preis der meistgehandelte Preis an diesem Tag war, nämlich gestern. Gestern war der meistgehandelte Preis offensichtlich 12.349. Um diesen Preis tragen wir nun, weil das ist ein statistisches Modell, tragen wir 70% des gehandelten, gestern natürlich gehandelten Volumens möglichst gleichmäßig. Wenn der Point of Control zum Beispiel der tiefste Preis gewesen wäre oder der höchste Preis, geht das natürlich nur in eine Richtung. Also der Point of Control ist entgegen vieler Annahmen nicht immer in der Mitte. Wenn dem also so ist, dass wir es tun können, so wie gestern, tragen wir das ab und bekommen dann eine Value Area. Die Value Area ist ein Gebiet der fairen Preise. Der Markt bestimmt das, nicht ich, sondern der Markt. Und der Point of Control ist per Definition der fairste Preis des Tages. Jetzt gibt es Leute, die sagen, fairer Preis, du hast doch noch nicht alle. Ist aber in jedem Markt so und wir machen leider an der Börse oft genau das Gegenteil. Mein neuestes Beispiel sind nicht mehr die Tomaten, weil die Leute sagen, oh, Tomaten, ich esse keine Tomaten, sondern Daimler-Benz. Ich habe so meinen imaginären, hoffen wir, dass es einigermaßen vom Preis stimmt, 64.000 Euro, E-Klasse irgendwie, was weiß ich, mit geputzten Felgen. Und der Motor drin, das dann 64.000 Euro kostet. Ich habe keine Ahnung, ich fahr keinen Daimler. So, und wir nehmen an, dass das der faire Preis ist. Fairer Preis heißt nicht, dass das der Listenpreis ist, sondern der, wenn viele, viele Leute zum Händler gehen, immer wieder kriegen. Das heißt, wenn ich 100 Leute fragen würde, würden 98 sagen, ich habe 64.000 Euro bezahlt. Das ist dann der faire Preis für diesen Daimler. So, an der Börse haben wir die Angewohnheit, wenn jetzt jemand sagt, du kannst den Daimler für 30.000 haben, zu sagen, oh Scheiße, das ist ein Downtrend, da verkaufe ich schnell einen mit 29.000. Das ist natürlich wirtschaftlich gesehen absoluter Humbug. Bedeutet, wenn ich etwas billig, Schrägstrich zu billig, unfair billig bekomme, zum Beispiel den Daimler-Benz für 30.000, dann sollte ich diesen kaufen, solange mir nicht bekannt ist, dass die Karren gar nicht mehr funktionieren und gar nicht mehr diesen Wert haben. So sollte man reagieren. Wenn jemand sagt, du, ich möchte gerne den Daimler kaufen, ich zahle dir 90.000, dann sollte man ganz grinsend sagen, ist okay, ich bringe dir den morgen vorbei und selbst dahin gehen, das Ding für 64.000 Euro kaufen und ihm das für 90.000 vor die Tür stellen. So einfach soll das sein. Ja. In der Börse machen wir es umgekehrt. Da sagt einer, ich will 90.000 bezahlen für den Daimler, dann kriegen wir einen roten Kopf und sagen, ich zahle 91. Ja? Und hoffen, dass wir es bei 91,5 wieder loskriegen. Freunde, das ist dumm. Da wir aber nicht dumm sind, sondern Geld verdienen wollen, müssen wir es anders machen. Wir wollen also, und das ist auch ein wichtiges Grundprinzip, wir wollen nicht auf fairen Preisen handeln, weil zu fairen Preisen handeln nur die, die wirklich Bedarf haben. Ja? Die können nicht warten, die müssen kaufen. Zum Beispiel Fonds, die müssen heute beispielsweise, keine Ahnung, 1000 DAX Futures kaufen oder 1000 DAX Futures verkaufen oder was auch immer. Und die wollen einen fairen Preis. Dieser faire Preis wird in der Nähe des Point of Controls liegen oder der Durchschnitt aller sein. Deswegen gibt es auch den volumengewichteten Durchschnitt. Das heißt, einfach alle Preise
mit den Volumina von heute zusammengezählt und geteilt, sodass ich den durchschnittlichen Preis habe, der heute an der Börse gehandelt worden ist. Das ist mein volumengewichteter Durchschnitt, auch VWAP genannt, Volume Weighted Average Price. Ja, also das ist das Prinzip. Wir sind Trader. Ein Trader ist kein Konsument. Wir wollen also keine fairen Preise kaufen und konsumieren, so wie Fonds, sondern wir möchten von unfairen Preisen profitieren. Wir handeln nur zu unfairen Preisen, weil nur wenn wir unfaire Preise kaufen oder unfaire Preise verkaufen und logischerweise nicht unfair teuer kaufen, sondern unfair teuer verkaufen, unfair billig kaufen und nicht unfair billig verkaufen. Die einzige Ausnahme ist ein laufender Trend. Nur dann können wir davon profitieren und können erwarten, dass das sich reguliert. Wenn wir einen fairen Preis zahlen, kann das 100 Jahre dauern, in Anführungsstrichen, bis der Preis sich ändert. Und natürlich wissen wir gar nicht, ob es erstmal unfair teuer und dann unfair billig oder umgekehrt ist. Das ist Zocken, Freunde. Das ist nicht Traden, das ist Zocken. Ich glaube, es geht hoch, ich glaube, es geht runter. Oh, ich habe da gehört, hier meine Oma hat gesagt, es geht runter. Nein, wir traden. Wir kaufen unfair billig und wir verkaufen unfair teuer. Ja? So. Ausnahme, wie gesagt, sind Trends. Da kehrt sich das um. Was könnte ein Grund für einen Trend sein? Ein Grund für einen Trend könnte sein, zum Beispiel bei den Tomaten, dass die krebserregend sind. Tomaten, neue Studie, krebserregend. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Tomaten logischerweise im Preis runtergehen. Ja, und dann ist plötzlich unfair billig, nicht mehr unfair billig, sondern ist noch zu teuer, weil Tomaten braucht kein Mensch. Währenddessen, wenn rauskommt, wer Tomaten isst, kann 400 Jahre alt werden, dann würden sich die Preise für Tomaten sicherlich vervielfachen, nämlich einen Trend in Gang setzen. Also, ich gucke jeden Morgen, wo macht der DAX auf? Ist er im fairen Bereich oder außerhalb des fairen Bereichs? Weil wenn er im fairen Bereich ist, ist der Markt im Gleichgewicht und ich sage, dann wird er wohl auch in diesem fairen Bereich verbleiben, solange es keinen Grund gibt, also solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, solange es keinen Grund gibt, dass der sich in irgendeiner Art und Weise anders positioniert, bleibt es einfach dabei. Das heißt, ich kann in dieser Value Area, wenn er innen drin aufmacht, handeln und kann unten kaufen und kann oben verkaufen. So der Plan. Wenn er allerdings, so wie auch heute, so wie auch gestern, außerhalb der Value Area aufmacht, dann muss ich Acht geben, weil er ist aus dem Gleichgewicht und er kann daher sich leichter bewegen, so wie wenn einer von uns aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist, dann kann er relativ einfach auf die Nase fallen. Ja? Treppe hochfallen, Treppe runterfallen, das wissen wir nicht. Aber hinfallen, wenn er aus dem Gleichgewicht ist, wenn du auf einer Treppe aus dem Gleichgewicht bist, fällst du hin. Ob hoch oder runter, werden wir dann sehen. Bedeutet also, heute legt man Augenmerk darauf, ich erwarte eine größere Bewegung als normal, weil ich aus dem Gleichgewicht bin. Ob hoch oder runter, das ist bisher Zocken, aber der Markt wird es uns zeigen. Wer hat bisher Fragen? Ich glaube, den Dirk müssen wir gleich mal booten aus dem Webinar. Keine Fragen? Ich möchte darauf hinweisen, aus gegebenem Anlass, es gibt keine dumme Fragen. Es gibt nur dumme Antworten und für die dummen Antworten bin ja ich heute zuständig. Das heißt also keine Hemmung, bitte.
Wir sprechen doch gar nicht darüber, über den Trend, lieber Max, im Augenblick. Deswegen kann ich dir die Frage auch zum zweiten Mal nicht beantworten im Moment, weil es im Moment nicht passt. Wenn es passt, kriegst du es automatisch mit, weil wir reden gleich drüber. Also den volumengewichteten Durchschnitt, den kriegst du durch das Market Profile Tool. Es gibt Leute, die schon wissen, was ich vielleicht machen will, die meinen es zu wissen, die vielleicht überrascht sein werden. Aber es gibt nicht wirklich jemanden, der eine Frage hat. Okay, umso besser. Also. Willst du Murmel spielen? Also ich ziehe das mal hier ein bisschen zusammen. Und dann seht ihr, dass im Grunde seit Donnerstag, ja, im Bereich 300, 320 unten ist. Das ist Future, das ist nicht der CFD, sondern das sind Future. Und bei 420, circa 400, 420 oben ist. Ja? So, das heißt, der Markt bildet, nachdem er ja, wir können uns ja noch erinnern, es gibt wirklich Trader, die sich noch erinnern können, was vor einer Woche ist oder war. Der Markt ist ja hochgelaufen. Wer sich nicht erinnern kann, der Markt kommt hier von 11.800 ungerade, kommt er hoch. Das war der Freitag. Ja, Donnerstag gab es diesen Run hier hoch. Das ist der Freitag, wo der Future ausgelaufen ist und der neue Future ins Spiel kam. Und seitdem wird im Grunde hier dieser Bereich verteidigt. Ja, der Bereich, der am Nachmittag gebildet wurde in Vorbereitung auf das Settlement des Futures am Freitag, dieser Bereich wird hier verteidigt. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, das Ding muss doch runterkommen. Ja, nach dem Motto, die Panik ist vorbei, alle haben jetzt den Future zugemacht, haben ihren Short gecovert. Und jetzt muss es doch runterkommen. Im Augenblick kommt es aber nicht runter. Fakt ist, wir befinden uns in einer Konsolidierung. Und solange wir nicht aus dieser Range rausgehen, also unter die 300 oder über die 420, circa, solange wir da nicht rausgehen, gibt es gar keinen Grund, darüber nachzudenken, in welche Richtung wir darüber rausgehen, weil der Markt wird es uns doch zeigen. Das heißt, der Markt bildet hier, und das sieht man die letzten Tage an den Value Areas, ja, das ist heute, das war gestern, das ist vorgestern. Das ist alles ein Bereich. Ja. Ob das nun 325 ist oder 332 oder 331, irgendwie auch immer, ist doch egal. Wir reden nicht für 5 Punkte. Das heißt, ich weiß, wo es billig ist und ich weiß, wo es teuer ist. Und solange der Markt mir nicht zeigt, dass es anders wird, muss ich billig kaufen und teuer verkaufen. Okay? Also gestern, Beispiel gestern wieder. Hat der Markt unfair teuer aufgemacht und ist aus unfair teuer, das ist hier das Intraday Market Profile, das heißt von dem Tag, an dem ich handle, mit dem Volumen, das bisher gehandelt wurde, ist der nach unten ausgebrochen
und hat sich wieder in den fairen Bereich begeben. Ja. Es gibt dann 80%-Regel durch diese ganze Value Area durch, hat sich dann in quälender Langsamkeit, wir warten auf die Fed, hat er sich breit gemacht und hat versucht, diese Range zu verlassen. Wenn man aber hier guckt, am Tag vorher auch, er ist nicht rausgegangen. Es war nur billig. War kein Trend, war nur billig. Am Ende des Tages war dann dasselbe wieder. Und jetzt haben wir den Versuch unten. Wir haben den Versuch unten. Wir waren also heute Morgen ungefähr billig. Was ist die Reaktion? Wenn ich was unfair billig angeboten bekomme, muss ich da was verkaufen oder kaufen? Die Silvia kauft, der Jens kauft, der Harald kauft. Nur drei Käufer hier. Der Norbert kauft, Kanan kauft. So. Sebastian sagt 2000 auf grün. Genau. Also, hier gibt es keinen, der blöder ist. Alle kaufen. So. Wir erwarten also, dass in der ersten Bewegung der Markt den fairen Bereich testen wird. Das macht er gerade. Wir sind am unteren Value Level. Und nun muss der Markt zeigen, ob er akzeptiert, dass hier es jetzt billiger wird. Das heißt, er bleibt drunter. Oder er geht wieder in diese Value Area hinein, so wie er das gestern gemacht hat, verbleibt dann in der Value Area und wird mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit, deswegen heißt es 80%-Regel, wird er dann durch die gesamte Value Area durchlaufen. Ja? Ist es verstanden? Wenn er einen fairen Preis vom Vortag, wenn er den wieder akzeptiert, dann ist die Chance sehr groß, dass er durch diese gesamte Area wieder durchfährt. Weil die Leute dann sagen, oh, das ist ja das Preislevel von gestern, da muss ich ja, jetzt ist es ja wieder billig. Ist ja dasselbe wie gestern. Da muss ich ja wieder kaufen, weil hier ist ja billig. Ich will ja immer kaufen billig. Und werden nicht verkaufen, bevor es nicht teuer geworden ist. Nämlich bevor es an den oberen Bereich geht. Ja, das sind manchmal ein bisschen unterschiedliche Daten. Das ist nicht so wichtig. Es sind nur ein paar Punkte, das ist kein Problem. Also, von der Idee her wäre es erlaubt, so wie es gestern erlaubt war, zu kaufen, was im ersten Versuch schiefgegangen ist, wäre es erlaubt, diesen Angriff auf den unteren Value Level abzuverkaufen. Warum mache ich das jetzt nicht? Wer hat eine Idee? Die Antwort, weil du Webinar hältst, ist nicht gültig übrigens. Also mir geht es darum heute, dass der Markt ja schon mehrere Tage in diesem Preisniveau sich aufhält. Das heißt, wir haben unten Fransen, sagen wir mal, gebildet und oben Fransen gebildet. Das heißt, mich jetzt exakt hier hinzustellen, ist mir zu gefährlich.
Ich möchte, dass der Markt mir das beweist. So. Und daher, wir können uns das hier anschauen. Ja, das ist hier die Umrechnung. Er hat jetzt also hier reingeguckt. Und ich will jetzt, der müsste hier eigentlich schon, lass mich mal gucken, ein bisschen. Also der müsste jetzt hier wieder unterboten werden. Er wird demnächst mal auch ein bisschen reagibler werden und da hochlaufen. Und der müsste unterboten werden, weil im Moment sind wir ja intraday unfair teuer, weil wir über dieser Value Area sind. Und wir haben, da wir über der Value Area sind, haben wir die Chance, einen Aufwärtstrend zu beginnen. Für Trends muss ich aus der Value Area raus und muss dann Gas geben. Ich muss also drüber bleiben. Ja. Dann der Kollege sagt es vollkommen richtig. Der Markt hat sehr oft die Angewohnheit, nachdem er sich als zu billig oder zu teuer herausgestellt hat, wieder zum fairen Wert zurückzulaufen. Das bedeutet, wenn wir heute unterhalb eröffnet haben, läuft der Markt sehr gerne zu seinem Point of Control, weil das der fairste Preis ist. Deswegen sagt der Kollege hier, er würde warten bis an den Point of Control. Die Wahrheit ist aber die, wenn ich morgens außerhalb eröffne, sehen wir den oft gar nicht mehr. Ja. So. Also normalerweise stur möglich, sich einfach an diesen Level zu stellen und zu verkaufen. Ja. Ja, wir sehen jetzt, testet er wieder den fairen Bereich von heute. Und die Frage ist, kann er sich jetzt wieder in dieser Intraday Value Area etablieren oder ist es nur ein Versuch der Freunde, hier uns rauszukegeln? Und das werden wir dann in den nächsten Minuten erfahren. Wir sind nahe an der ganz unteren Kante dieser Range und haben natürlich die Gefahr und damit dann auch viel Strecke für uns auf der Short-Seite, dass wir da unten rausfahren. Auf der anderen Seite, wenn das alles war heute Morgen, das heißt, er hat nur unten drunter mal geguckt, es kam aber kein Verkaufsdruck auf und wir gehen wieder in die Value Area hinein, können uns also etablieren. Ich gehe davon aus, wenn er 30 Minuten, mindestens 30 Minuten drin verblieben ist, dass er dann auch sich etabliert. Dann kann ich davon ausgehen, dass wir ja ganz unten in dieser Konsolidierung sind, dass wir dann massiv nach oben steigen werden. Wir haben also, da wir heute aus dem Gleichgewicht eröffnet haben, die Chance auf eine größere Bewegung. Und daher macht es durchaus Sinn, erstmal abzuwarten, was er denn so macht. Wir müssen uns gar nicht hier positionieren um 8 Uhr, um 9:17 Uhr, keine Ahnung, um 9:30 Uhr vielleicht schon reich zu sein, sondern man kann darauf warten, wo und wie sich die größeren Marktteilnehmer hier positionieren wollen. Das passiert in der Regel so bis 9:45 Uhr. Hat gar nichts miteinander zu tun. Pivotpunkte und Market Profile hat nichts miteinander zu tun. Da weiß ich gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Ich könnte dir erklären, was Pivotpunkte sind, aber Pivotpunkte zum Beispiel haben mit Volumen gar nichts zu tun. Also, wir waren unfair teuer,
haben versucht, uns wieder zu etablieren in der Value Area von gestern und sind von unfair teuer wieder auf fair gelaufen. Wir kämpfen gerade um fair und ihr seht hier der volumengewichtete Durchschnitt. Der ist blau, wenn der Markt drüber ist und rot, wenn der Markt drunter ist. Zeigt also, dass die Leute, also im Moment zeigt es noch gar nichts, weil es umrum ist, aber zeigt, dass hier im Moment die Möglichkeit besteht, dass hier verkauft wird, weil er im Moment ja rot ist. So, jetzt kommt der wichtige Bereich, nämlich er war hier oben draußen. Das ist der billige Bereich. Das heißt also, Leute, die hier zum Beispiel jetzt geschortet haben, werden jetzt hier eindecken, weil es billig ist. Zusätzlich kommt, das ist relativ schnell. Das heißt, viele werden rausgeschüttelt. Alle, die sich hier long positioniert haben, haben hier ihre Stops genommen nach dem Motto, oh mein Gott, da ist ja ein niedrigeres Low. Wir wissen aber, es ist billig. Deswegen sind wir da ganz relaxed. Bevor er nicht ausbricht aus billig, also zu billig wird und unten drunter verbleibt, gibt es gar keine Möglichkeit, jetzt billig zu verkaufen oder irgendwelche Longs, die man hat, rauszuschmeißen nach dem Motto, oh Scheiße, der war ja 2 Punkte unter irgendeinem zufällig gebildeten Low. Ja? Unten ist billig, oben ist teuer. Bei den blauen Linien. Ja? Das bedeutet, wenn jemand gesagt hat, ich verkaufe mal zu teuer, dann muss er bei zu billig zumachen. Weil wir sind in keiner Trendbewegung. Ja, wie gesagt, das ist für Intraday-Trading. Ist nicht für Spekulation. Ich weiß, im halben Jahr ist der DAX 1000 Punkte höher oder tiefer. Darum geht es hier nicht. Hier geht es um Traden. Alles andere ist investieren, spekulieren, zocken, Insiderwissen, kein Wissen. Es gibt keine Einstellung für den volumengewichteten Durchschnitt. Die blaue und rote Linie addiert einfach alle Trades, die gemacht worden sind, auf und bildet einen Durchschnitt. Der faire Preis ist der, der am häufigsten gehandelt wurde, der ist hier. Und 70% des heute gehandelten Volumens werden immer hier abgetragen. Das ist alles Realtime. Hat mit Trend, Supertrend, irgendwas, Parabolik, nichts zu tun. Gar nichts. Ist nur einfach 70% des heutigen Volumens. Ist in diesem Bereich, in dieser Value Area umgegangen. Das heißt, hier unten ist billig, hier ist fair, hier ist teuer. Der Markt wird irgendwann daraus ausbrechen. Ich glaube, die meisten von uns gehen davon aus, dass es nach unten geschieht. Er wird uns das zeigen. Ja. Die meisten Ausbrüche gehen schief. Statistisch sind ungefähr 2 Drittel aller Breakouts Fehltrades. Deswegen reden doch so viele darüber, du musst CRV haben von 3 zu 1 mindestens, bla bla bla, weil sonst du Breakouts die Verluste gar nicht bezahlen kannst. Ja, so. Was hätte ich gesagt, jetzt geht's los? Also wir versuchen jetzt hier zu billig
haben ein neues Low gemacht für den Tag. Und müssen das jetzt bestätigen. Wir müssen also darunter bleiben. Ansonsten war es nur ein schneller Stockrun. Wir achten also hier auf diese Linie. Er muss hier unten drunter verbleiben. Wenn er da wieder Closes innerhalb macht, ist die Attacke schon abgeblasen. Es ist erlaubt, an dem unteren Value Level hier zu verkaufen, also vom Tag. Und es ist auch erlaubt, wenn dieser nach unten öffnet, da zu verkaufen. Klar. Aufpassen hier, dass es nicht Unsinn mache. Ich habe nämlich jetzt verkauft. Muss ja nebenher auch noch ein bisschen arbeiten. Werde jetzt schauen, wie der Markt weiterläuft. Weil er hat den unteren Value Level abgelehnt, er ist reingelaufen, konnte sich hier nicht etablieren, rausgelaufen, Inside Bar gemacht und läuft jetzt raus. Also habe ich hier in diese Kerze habe ich verkauft und Ziel ist, schauen wir mal. Und der Stopp ist logischerweise hier oben drüber, wenn er wieder reinläuft. Natürlich behalte ich mir vor, den vorher abzubrechen. Also ich bin nicht stur, dass ich sage, oh, es muss jetzt unbedingt auf Null gehen, sondern wir machen hier keine Habeübung, sondern wir machen hier Trading. Solange er hier in Bewegung ist, ist das alles gut und er soll sich bewegen. Gibt da für mich keine Grenze, wie weit er fahren kann. Grundsätzlich. Weil er ja aus dem Gleichgewicht ist. Wir haben natürlich von diesem Donnerstag haben wir eine ganze Kaskade von Supports. Die fangen an im Future bei knapp 280 und geht dann so eine Treppe runter. Die werden wir dann heute alle mal, wenn es so kommt, wie ich mir das gerne vorstellen würde, dann können wir die alle schön abarbeiten. Weil wir haben es oben die letzten Tage abgelehnt. Die fette Entscheidung war Banane, was der Kollege gesagt hat aus Frankreich, der Herr Macron, war auch Banane. Und die Leute, was viel wichtiger ist, die reagieren dann auch drauf. Und dann schauen wir.
Also wichtig ist, dass wir jetzt unter dieser hier verbleiben. Er darf immer Korrekturen machen, gar keine Frage. Da ich aber Trend erwarte heute, weil er außerhalb der Value ist, er kann also laufen, werde ich den ihm Luft geben, seinen Trend zu entwickeln. Wenn er das abbricht, kostet mich das den in Anführungsstrichen kleinen Stopp. Und ansonsten hätte ich gerne viele, 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 viele Punkte. Ja, kann meinetwegen auf Null fallen. Ich kann dir gar nicht sagen, woher die orangenen Linien kommen. Wahrscheinlich haben wir die irgendwann beim letzten Trading eingezeichnet. Vielleicht waren wir da auf demselben Bereich. Vielleicht sind die aber auch, vielleicht sind die irgendwas vom Dirk, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin kein MT4-Jünger und kann deswegen, vielleicht weiß es der Dirk. Nee. Also ist hier von letztem Mal. Ah, siehst du. Geht doch. Also gibt keine orangene Linie. Ist nur zufällig. So, wir sehen, der Marc hat hier jetzt eine Umkehrkerze gemacht. Frage ist, kann er die halten? Die ist dann kaputt, wenn er eine Kerze unten drunter schließen kann. Und dann sehen wir auch, wie stark der Verkäufer ist. Ja? Denn natürlich versuchen viele Leute, gerade wenn so eine, wir haben gerade eine lange 15-Minuten-Kerze abgeschlossen, versuchen die dagegen zu halten, weil revert to the mean. Also man versucht dann eine Erholung zu starten, eine Konsolidierung. Ja, wir sehen, wir bleiben hier in dieser Kerze und natürlich versuchen viele Leute jetzt hier das da drüber zu drücken, um Käufe auszulösen, weil viele Leute ja Hammer oben drüber kaufen und dann nachher, wenn der Hammer unten gebrochen wird, dann wieder unten drunter verkaufen. Ja. Wir machen sowas nicht, sondern wenn man so einen Hammer tradet, kauft man den Hammer unten billig, nicht teuer oben drüber, sondern billig hier unten. Und dann hat man schon Luft, wenn er da drüber geht. Und wir werden dann sehen, wie weit diese Erholung, wenn es eine gibt, geht. Um daraus dann zu sehen, wie viel die Freunde hier zu tun haben. Also gute Frage. Nehme ich Teilgewinne mit? Also was ich mache, ist folgendermaßen. Ich nehme eine Anzahl, die durch drei teilbar ist. Ich habe also drei Einheiten. Ich schaue auf mein Risiko. Maximal bei mir sind das 20 Punkte. Und will das Doppelte mit zwei Einheiten verdienen. Das heißt also, ich will dann 40 Punkte verdienen mit zwei Einheiten. Und eine Einheit, weil wir uns ja im Trend befinden, eine Einheit fahre ich einen Trailing Stop. Trailing Stop erkläre ich, wenn wir hier was zu trailen haben. Im Moment haben wir nichts zu trailen. Weil selbst im 1-Minuten-Chart hat er noch keine Konsolidierung hinbekommen. Ihr seht hier, er kommt langsam hinterhergelaufen. Ja.
Wie gesagt, wir erwarten heute eine längere Bewegung. Wir erwarten heute auch, dass, weil er ja mehrere Tage in derselben Range sich aufgehalten hat, dass da viele Leute jetzt was zu tun haben. Also bei Market Profile schaue ich in der Regel, wie ihr ja gesehen habt, hier auf den M5. Schon aus dem Bild gelaufen. Aus dem M5. Und wenn Bewegung drin ist, schaue ich zum Feintunen auf den M1. Wir sehen, dass hier untere anfängt zu laufen. Und da wir jetzt in einer Trendbewegung ist, ist dies hier immer Resist. Ja. Solange wir da drunter sind, gibt es in dieser Trendbewegung, solange diese Dinger laufen, gibt es keinen Grund, irgendwelche Longs einzugehen. Ich mache auch Dreier, aber wir machen doch hier Market Profile. In der Market Profile gucke ich nicht auf 3 Minuten. Also, wir hätten gerne eine Gegenbewegung, um dann zu schauen, ob wir in irgendeiner Art und Weise, hier ist der 1 Minuten auf meiner Plattform. Er ist drunter geblieben und er fällt hier. Er muss noch ein bisschen hier Schwung kommen. Wird er auch gleich tun. Ihr seht, dass da leichte Diskrepanzen auftreten. Es ist mir natürlich verboten, die Werte real-time zu vermitteln, weil dann würde ich Börsendaten weitergeben, sodass man also hier schön konservativ diese Werte beobachten kann. Also, warum spiele ich Short bei zu billig? Wir haben die Situation heute gehabt, dass wir auf, ich zeige es hier, weil das einfacher ist für mich. Wir haben aufgemacht, billig. Zu billig. In der ersten Reaktion haben wir erwartet, dass er zu fair geht. Auf fair hat er mit einer Reversal-Kerze in 5 Minuten das abgelehnt. Er will da nicht rein. Er will nicht fair werden, er will billig bleiben. Dann habe ich, entgegen meiner Art, der Kollege hat es vorhin hier gewusst, hat gesagt, ja, wir stellen uns hier an den unteren Value Level. Und ich habe gesagt, du, weil das heute mit der Fed, das ist mir ein bisschen, ist mir nicht so lieb. Bedeutet, ich warte mir mal lieber auf mehr Sicherheit. Ich vergebe also Punkte, die ich verdienen hätte können, für mehr Sicherheit. Mehr Sicherheit habe ich, wenn er wieder für den, da zeige ich den 1-Minuten-Chart, wenn er hier wieder reingeht, was er gemacht hat, in diese Intraday-Value-Area, also heute war es hier teuer und hier billig, und dann hat er ja mit Unterstützung des volumengewichtigen Durchschnitts, woran sich Fonds orientieren, hat er ja hier den Ausbruch gemacht. Der Ausbruch war für mich jetzt das Signal, auf Short zu denken. Daraufhin hat er einen Inside Bar gemacht, hat also überlegt, Inside Bars bilden keine neue Information, keine neuen Tiefskurse, keine neuen Höchstkurse. Das heißt, da
kämpfen Leute gegeneinander. Das heißt, da denken Leute drüber nach, was machen wir denn hier? Dann hat er oben drüber geguckt, was für viele Leute ja wieder das Einstiegssignal war, und hat dann abverkauft. So. Und als er hier abverkauft hat, also das abgelehnt hat, habe ich verkauft. Okay. So, und jetzt haben wir gerade hier innerhalb dieser letzten, das ist ja 1 Minute hier, haben wir eine Range. Das heißt, der ist bisher relativ schwach, weil er noch nicht mal aus dieser letzten 1-Minuten-Kerze rausgeht. Seht ihr das? Das ist eher furchtbar. Bedeutet, solange wir das nicht schaffen, das sind jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten, gehe ich davon aus, dass es gleich weitergeht. Wir kommen hier langsam runter, ja, und werden, solange wir unten drunter bleiben und das Ding fällt, werden wir nicht drüber nachdenken, long zu gehen. Wir müssen unseren Trade managen, aber wir bleiben short. Also ich bleibe short. Oh Mann, ich muss mal aufpassen. Ich sage immer wir. Der Disclaimer ist doch voller Größe und Breite vorgelesen worden. Ihr kennt den sowieso alle. Alles, was ich sage, ist rein hypothetisch. Und bringt meistens, wenn man es richtig macht, Geld. Und an anderen Tagen kostet es Geld. Und wir sind auf 9 los. Ich habe eine größere Bewegung erwartet, weil der Markt aus dem Gleichgewicht war. So wie ich auch gestern eine größere Bewegung erwartet habe. Und da wir mehrere Tage in derselben Value Area uns aufgehalten haben, gibt es sehr viele Leute, die jetzt Bedarf haben, sich auf ein anderes Niveau zu begeben. Und das finde ich gut. Finde ich gut. So. Also nur zum Nachverfolgen. Der Future war eben 265,5. Das waren 40 Punkte und damit habe ich gerade 2 Einheiten zurückgekauft. Ich hoffe, ich bin nicht der, der es auffällt hier. Dafür bin ich auch zu klein. Und werde jetzt die letzte Einheit trailen. Trailen geht folgendermaßen, dass ich mich hinstelle. Jetzt machen wir mal. Was ist das überhaupt für ein Freund hier? Das ist noch der, das muss noch ein anderer Kontrakt sein. Hihi. Also, wir stellen das mal um hier, muss die Uhr mal verschieben auf den M5. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, der Dirk fängt nicht an zu schreien und sagt, nein, mach das nicht im laufenden Betrieb.
Scheint aber okay zu sein. So, das ist der 5-Minuten-Chart. Und ich warte also jetzt darauf, dass der Markt eine Range bildet. Eine Range ist, wenn er 4 Kerzen lang kein neues Extrem gebildet hat. Moment gibt es noch gar keine Gegenreaktion, da kann ich noch gar nicht drehen. Also im Moment kann ich nur meinen Stopp dort belassen. Ja. Also ich kann es mal in der Theorie erklären, dass es schon jeder weiß, wenn es dann dazu kommt. In der Theorie gehe ich auf den 1 Minuten, weil wir das sehen können. Also ich warte in 5 Minuten, nicht im 1 Minuten. Ich warte auf eine Range. Eine Range ist, wenn er 4 Kerzen lang, ich nehme mal die rote Bombe hier, kein neues Extrem hat. Zum Beispiel, da ist das Extrem, das Low, eine Kerze, 2 Kerzen, 3 Kerzen, 4 Kerzen, 5 Kerzen, das ist mehr als 4 Kerzen, korrekt? So. Dann gehe ich hin und warte auf einen Schlusskurs unter dem Low dieses Extrems, also einen Schlusskurs auf einem neuen Extrem. Das bekomme ich hier in dieser Kerze im 1-Minuten-Chart. Jetzt gehe ich hin und mache hier auf das Top plus 2 Punkte, also immer aufrunden. Wir haben hier als Top gehabt 82,5, 82,5, 83, 84, 85. Aufgerundet ist 83 plus 2 Punkte ist 85. Ich gehe also auf 2,85. Ups. Auf 2,85 und mache meinen Stopp auf 2,85. Mach mal schwarz den Stopp. Wie gesagt, ich mache es nicht im 1-Minuten-Chart, aber da wäre mein Stopp jetzt. Okay. Das ist Nummer 1. Wenn er jetzt wieder 4 Kerzen kein Extrem macht, 1, 2, 3, 4, jetzt ist es geschehen, ziehe ich erst dann, wenn er ein neues Closing Low macht hier drunter, meinen Stopp hier oben drüber. Prinzip verstanden? Also der Dirk sagt, das kannst du mit dem Stereo-Trader automatisch genauso drehen. Triax-Dreh-Distanz minus 1. Ganz ehrlich, geil. Ich finde nur so blöde dazu. Also, Freunde. Ich würde in meinem Leben nie CFDs drehen ohne den Stereo-Trader von Dirk. Habe ich schon oft gesagt, kann ich immer nur wiederholen. Und ich würde es auch nur beim Broker machen, bei dem ich weiß, dass der keine Spiele mit mir macht, sondern dass der faire Preise stellt. Und schaut euch an, wer die Partnerbroker sind. Wir sind heute bei FXBet, also das ist FXBet, der weltbeste Broker heute. Und ist ein Partner von Dirk. Wahrscheinlich Platinum-Partner und ist daher extrem zu empfehlen. So, jetzt haben wir die Chance auf ein Close unten drunter. Er nimmt die Chance nicht wahr im Moment. Wir haben noch 8 Sekunden. Kann ich meinen Stopp nicht ändern. Muss ich warten? Also, wenn das geschieht,
dass wir hier unten drunter einen Close haben. Dann kann ich meinen Stopp nachziehen. Ich trade im M5. Ich will nur, dass ihr es versteht, damit, wenn wir nachher im M5 das drehen, dass ihr nicht sagt, was denn das? So, jawohl, wir haben 9:45 Uhr. Wer mich kennt, weiß, dass 9:45 Uhr plus minus 3 Minuten eine mögliche Wendezeit ist. Das bedeutet, wer bisher noch nichts, wer bisher noch nichts zugemacht hat, sollte jetzt was zumachen, weil er läuft sonst Gefahr, dass es hier, allerdings ist es heute so auf der schiefen Ebene. Aber ihr seht, die Uhrzeit versuchen sie ein bisschen dagegen zu halten, das ist auch okay. Das ist aber kein, ist jetzt nicht zwingend. Also, wir trailen das mal. Wir haben immer noch keinen Schlusskurs unten drunter gehabt. Und ihr seht, die kämpfen. Ja. Wir sind jetzt auch in den Supports da vom Donnerstag. Und wäre es nichts Ungewöhnliches, wenn wir erstmal jetzt eine Korrektur haben. Wir sehen, dass der untere Value Level inzwischen deutlich runtergelaufen ist. Und da wollen wir nicht rein. Wenn wir nämlich da reingehen, bedeutet das, dass wir wieder Gründe haben, auch fair zu laufen. Und fair, das ist der meistgehandelte Preis heute, war 316. Wollen wir ja nicht wieder hin, wenn wir short sind. Ja, Preax minus 1 hat er gesagt. Das ist nicht schlimm, wenn er nur kurz reinguckt und nicht drin schließt. Testen darf er. Aber bei mir wäre es wichtig, dass er hier nicht über den Stopp geht, weil dann wäre ja meine Position gestoppt. So, wir gucken mal auf den 5 Minuten. In 5 Minuten gibt es noch keine 4 Kerzen ohne irgendwas. Ja. Der hat ein tieferes Low, der hat ein tieferes Low. Ja. Schauen wir mal. Und vor allem, was wichtig ist, dass die Highs tiefer sind. Highs tiefer, 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 Highs tiefer. Also Druck. Eine Kollege hat vorhin schon 51 DAX-Punkte gehabt. Er sagt fairerweise Mini-DAX-Punkte. Also wenn man was verpasst, hat man es verpasst, dann wartet man auf den nächsten Trade. Man versucht jetzt nicht hier drauf zu klopfen. Im 1-Minuten-Chart hätte man hier, als wir uns in dieser Kerze bewegt haben, hätte man hier am oberen Ende verkaufen dürfen oder nach Ausbruch bei dem Retest dieses Lows verkaufen dürfen. Natürlich ist das Geld da. Also, wir haben hier gerade ein neues Closing Low gehabt im 1-Minuten-Chart.
Ja. Daher kann ich meinen Stopp hier drüber ziehen. Ja, ich gucke hier, das High war hier 76, also ich muss auf 78 zwei Punkte drüber den Stopp machen. Also ist verstanden. Und Priax minus 1 natürlich. Vielleicht können wir den Dirk nachher noch überreden, dass er uns das mal zeigt, wie das eingestellt wird. Macht er bestimmt gern. Ja, vielleicht lassen wir den Dirk das mal kurz erklären. Das wäre schön und wichtig, das zu wissen. Dann machen wir das. So. Wenn wir schon den Experten hier haben. Er sollte auch zu hören sein jetzt. Noch hören wir Hallo, nichts. hallo. Jetzt hören wir was. Das ist der Wahnsinn. Guten Ja, Morgen. moin. Moin, moin in die Moin. Runde. Ich bin hier ganz aufmerksam, ganz Ohr die ganze Zeit und pass auf, dass der Olli alles richtig macht. Ich schalte mal zu dir rüber, ja? Ist das okay oder brauchst Moment. du noch? Ja, ich muss nur Ja, gerade hier warte. kurz den Bildschirm aufräumen. Moment. Mach mal die Bilder Der weg, muss ja. jetzt. Genau. Nein, Die nein. Bilder weg. Sekunde, so. Oh nee, nun immer nicht. Egal. Moment. Ich habe hier so viel Chaos gerade drauf. Ihr seid gerade so ein bisschen spontan, aber kein Problem. Ich bin ja für jeden Spaß zu haben. Genau, nämlich diese Logik, Olli, gehe ich mal kurz drauf ein. Das ist also genau das, was du halt tatsächlich automatisieren kannst und beziehungsweise was letzten Endes genau das abbildet, weil du sagst ja halt, du nennst es ja, wie hast du es genannt, die Kerze, die dann halt ein bisschen länger war im M1. Ich weiß es den Begriff nicht mehr, aber vom Prinzip her war es ja ein Außenstab. Und die ganzen Sachen dahinter waren ja halt alles Innenstäbe im M1. Und das heißt, und dieser Priax Trail, so jetzt können wir mal umschalten, wenn du möchtest, dieser Priax Trail, der macht halt nichts anderes, als genau das zu beachten. Der guckt halt, wann ein neues Tief kommt und auch tiefer schließt. Und deswegen habe ich da eben eingeworfen, dass du das genauso dann entsprechend auch trailen kannst. So, jetzt haben wir es, ne? Ja, Ja. jetzt sehen wir dich. Ja. Bist du mit der Formulierung einverstanden, wie ich es gerade gesagt habe? Nö. Dann nicht. Wir können es ja mir einfach mal zeigen. Pass mal auf. Also, was ich gemeint habe, ist, dass jedes Mal, wenn er mindestens vier Kerzen kein neues Extrem gemacht hat und Extrem, genau, ja. danach einen Schlusskurs unter, also einen neuen Schlusskurs als Extrem schafft, dass ich dann auf den höchsten Kurs plus 2 Punkte Ja. aufgerundet meinen Stopp lege zwischen diesen beiden Extrema. Ja. Gut, was das Ding jetzt halt nicht macht, ist halt also diese vier Kerzen halt zählen. Ich glaube aber trotzdem, dass es zumindest, wenn man sich mal zwischendurch einen Kaffee macht, zumindest mal da, glaube ich halt, aber ähnliches Ergebnis erzielen würde, weil ich kann ja mal ein Beispiel hier nehmen. Als Beispiel das hier. Ich habe meine Shorts wegmachen. Und zwar, du hast also hier als Beispiel, ja, also oder hier, du hast hier eine Kerze mit neuen Extremen, ja. So, zeichne ich mal hier ein. Das heißt, er geht hier hin, beziehungsweise hier ist der Schlusskurs, auf den kommt es ja eigentlich an. So, schiebt dann hier so ein bisschen drin rum und dann kommt die nächste, die war es nicht, hast du ja auch so gesagt. Und dann immer noch nicht und dann kommt eine, die schließt auch entsprechend hier drunter, wobei es jetzt hier langsam eng wird, das sieht man ja. Da oben war das ja dann halt einfacher. Beziehungsweise an der Stelle. Ja.
Und der, so, die Kerze hier, ne? So, runter und dann irgendwie schiebt es halt ein bisschen hin und her. Die ganze Zeit, das sind ja, deswegen habe ich das kurz eingeworfen, letzten Endes Innenstäbe in der M1-Kerze. Das hier auch noch und dann, plömm, dann kommt die nächste, die schließt tiefer unter dem Low hier von der Kerze, die das extrem halt gemacht hat. So, und der Priax Trail, der würde genau das nämlich beachten. Das heißt, wenn du den anwirfst, der würde hier die ganze Zeit überhaupt nichts unternehmen, da auch noch nicht. Aber sobald dann halt hier eine Kerze kommt mit einem tieferen Schlusskurs und einem tieferen Tief, also an der Stelle, und dann würde der tatsächlich genau wie du es vorhin auch gesagt hast, nämlich hierhin, kannst du dann so einstellen, hierhin, hier oberhalb den Stop nachziehen. Und wenn jetzt hier die nächste kommt, mal gucken, die hier würde tatsächlich schon gelten, also die hier, Ja. kleine hier, und der hätte jetzt danach den Stop dahin vermutlich gezogen, also nochmal ein Stück tiefer schon wieder. Und Okay. also das solltest du dir, bevor ich jetzt hier eine falsche Empfehlung ausspreche, selbst mal nochmal genau angucken. Aber ich habe das halt im DAU zum Beispiel extrem oft beobachtet, dass es halt hochverlässlich ist, sogar im 1 Minuten, im 1 Minuten Chart halt auch. Und die Einstellung dafür, die ist nämlich ganz einfach die, dass du halt hier, du wählst halt hier aus den Priax Trail, ja, Ja. auf 1 Minute und als Abstand ganz einfach minus 1. Minus 1 bedeutet, ich muss hier die Tastatur mal umstellen, minus 1 bedeutet, dass er halt die Range, Entschuldigung, nicht die Range, sondern letzten Endes die Spanne, die Länge von der 1-Minuten-Kerze von der letzten Abwärtsbewegung nochmal oben drauf rechnen für den Stop. Ja, das heißt, wenn die also zum Beispiel 10 Punkte lang ist und dann würde halt von der, oder nehmen wir mal die hier als Beispiel, von dieser Kerze, die halt das neue Extrem nach unten gemacht hat, dann würde er die Länge halt nehmen, wird da oben entsprechend genau die gleiche nochmal, Länge nochmal oben drauf rechnen und deswegen landest du dann halt auch hier oben. Du kannst es aber eigentlich auch ganz genau halten. Du kannst auch einen Abstand von 0 machen, ja. Dann würde er halt hier landen, aber dann wärst du natürlich hier wieder raus. Und dieses minus 1 stellt sich natürlich ja auf die Volatilität halt ein. Ja, und deswegen hast du dann natürlich ein bisschen Spielraum. So, Ja. aber vom Prinzip her, es kommt eigentlich das Gleiche raus. Und hier sieht man jetzt lustigerweise halt auch, wenn die hier war ja relevant, habe ich ja gerade gesagt, ne? So. Und wenn du das hier jetzt schon gemacht hättest mit der Kerze, wärst du jetzt hier rausgeflogen und zwar genau an der richtigen Stelle. Ne? Weil Okay. hier wäre jetzt der, da wäre der Stop jetzt gewesen mit der Einstellung. Ziemlich genau hier. Mal kurz mal rot machen, damit man es besser erkennt. Also genau da wäre ich rausgeflogen. Und das ist halt auch, das ist halt messbar eben auch statistisch. Ne? Also im Backtest weiß man halt einfach, wenn der geschossen wird, der Priax Trail, ja, und also in einer klaren Bewegung, natürlich nicht, wenn der nur irgendwie auf der Stelle tritt, aber wenn wir hier Ja, eine logisch. klare Bewegung haben, eine klare Bewegungsrichtung, und dann weißt du eigentlich sehr mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass der Exit dann auch richtig ist und dass es nicht einfach nur dahin geht und nochmal runterfällt und es nur kurz gefischt wird. Funktioniert sehr, sehr oft. Ja, okay. Aber deckt es ja, ne, deswegen habe ich da vorhin auch mal kurz eingeworfen, aber deckt es ja eigentlich ganz gut, also relativ genau auch das ab, was du sagst, nur dass, wie gesagt, jetzt keine Kerzen zählt, aber letzten Endes, das Prinzip ist ja sehr, sehr nah dran. Ja, super. Ja. Wir sehen, wir nähern uns der unteren, dem unteren Value Level und wollen jetzt darauf achten, dass wir da nicht reingehen. Solange wir uns dem nähern, ist super und ist oft eine gute Chance, nochmal reinzukommen. Vielleicht aber, weil der tritt ja hier an wie die Feuerwehr. Vielleicht aber gibt es ja irgendwo eine News. Vielleicht ist ja alles wieder gut und wir gehen jetzt wieder hoch auf 1 Million. Ja, dafür gibt es ja unsere Stops. Im 5-Minuten-Chart kann ich leider, weil die letzte Kerze ein Extrem gemacht hat, kann ich leider nicht meinen Stopp nachziehen. Ich könnte nur einfach sagen, jetzt will ich hier raus, aber im 5-Minuten-Chart gibt es jetzt erstmal eine Gegenbewegung. Das ist eine Kerze und dann schauen wir mal.
könnte natürlich sein, es gibt irgendwelche Nachrichten und dann stehen wir plötzlich wieder ganz oben. Ja, aber wir sehen, er reagiert hier am unteren Value Level. Es gibt mehr Leute, die darauf achten. Und wenn es also Verkäufer gibt, werden die das hier nutzen und werden hier verkaufen. Aber die Dynamik, die jetzt plötzlich auftritt, so um 10 Uhr, weil gerade 10 Uhr ist oder so, die spricht eher dafür, dass es irgendwelche News gerade gab. Ja. Olli, soll Wenn ich man sowas dir sieht, kann den Bildschirm ja. wieder übergeben? Naja, bei mir sieht man das Gleiche. Kannst du ruhig machen, wenn der Dirk fertig ist. Bist du fertig, Dirk? Ja, ich bin fertig, ja. Perfekt. Danke dir, Dirk. Schön. Aber Ja, gerne doch. herzlichen Dank, Herr Doktor. Also, wir sehen hier die Gegenbewegung. Das hier unten, das nenne ich ein Erschöpfungsmuster, bedeutet, wir haben eine deutliche Bewegung, wir haben einen Innenstab und danach ein Fake unten raus und wieder rein. Es ist für mich ein Erschöpfungsmuster und kommt normalerweise die Gegenbewegung. Und ihr seht ja, die haben gerade alle Appetit. Wir sind jetzt wieder drinnen. Und wenn wir nicht sofort wieder rumdrehen, was im Moment ja nicht so aussieht, dann, naja, ich sollte nicht so viel gleich reden, das dreht ja. Also, wenn er jetzt hier drinnen verbleibt, dann muss ich, obwohl ich meinen Stopp noch gar nicht nachziehen durfte, muss ich mich daraus verabschieden, weil ansonsten riskiere ich viel zu viel von dem Gewinn. Und das wollen wir ja nicht. Wenn das hier das High bleibt und wir haben nachher, nehmen wir mal an, wir würden weiter fallen, wir haben nachher einen Schlusskurs 5 Minuten unter dieser Kerze, dann würde mein Stopp im 5-Minuten-Chart hier oben drüber über diese Bewegung gehen. Ja. Das ist jetzt die erste Kerze ohne neues Extrem. Das ist bisher die zweite Kerze ohne neues Extrem. Und dann schauen wir mal. Alternativ ist es natürlich möglich zu sagen, uiuiui, das ist ja eine starke Gegenbewegung. Ich versuche also jetzt hier, das war ja praktisch der Trigger hier, ich versuche hier beim Rücklauf auf diesen Innenstab beziehungsweise auf diesen Hammer hier, versuche ich ganz elegant wieder hineinzukommen. Wenn er sich hier etabliert, was er jetzt gerade versucht, ihr seht das, er geht nicht wieder raus, dann ist natürlich die Not groß und ich sollte dann sofort raus. Deswegen ist es sehr wichtig, das zu beobachten, diese Intraday Value Area, um zu sehen, akzeptiert er das dann wieder? Und im Moment scheint er das zu tun. Ja. Aber es sind noch 2 Minuten Zeit für die nächste Kerze. Deswegen noch keinerlei Panik im Gesicht.
Also man kommt an diese Daten für den Tag, zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe oder indem man beim Dirk den Stereo-Trader, wie nennst du das, Dirk? Lite-Version? Sich holt, weil der kostenlos diese drei Werte in den Chart einstellt. Kostenlos ist immer gut, ne? Die Intraday-Daten kriegt man nicht kostenlos. Da muss man sich den Stereo-Trader und das dazugehörige MP-Tool holen. Müsst ihr mal alle mit dem Nelson sprechen. Vielleicht bietet das ja irgendwann FX Flat auch an. Und man muss es nicht bei Digistore kaufen oder so. Er ist so ruhig, jetzt habe ich ihn in Probleme gebracht. Schreibt Mich ihn alle oder an. den Dirk? Nee, dich. Nein, mich hast du keine Probleme. Wir reden drüber und dann werden wir auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie uns da einig Alles und gut. dann. Aber den Stereo Trader Alles kann man gut. ja sowieso auch schon bei uns bekommen als Live-Kunde Genau. und dann entsprechend das MP-Tool dann bei euch erwerben oder vielleicht demnächst auch bei uns. Genau, man weiß es nicht, man munkelt es nur. So ist es. Im Übrigen ganz kurz, ich habe den Link in den Chat kopiert für unser Live-Trading-Event auf der WOT mit dir und mit Dirk. Und wer da schon mal ein bisschen nach dem Webinar sich mal erkundigen möchte, kann entsprechend auf der Webseite dann die Infos finden und sich dann entsprechend gerne bei uns melden. Ja, im November wird es dann ernst bei der WOT. Also wir sehen, er etabliert sich drum, drinnen, drum. Und deswegen habe ich meine Position jetzt geschlossen. Sind für den dritten Teil 20 Punkte übrig geblieben, also 20,5 Punkte übrig geblieben. Ist ebenso. So. Wir sind jetzt am Volumengewicht, wir sind am Volumengewicht im Durchschnitt und werden jetzt sehen, wie viele Institutionelle hier verkaufen heute oder ob, und ich vermute, dass er irgendwie der, vielleicht hat der Franzose irgendwas gesagt. Gestern der Grund für die Schwäche war ja, dass der Macron gesagt hat, es wird keinen Trade Deal geben, solange die USA den Klimadeal nicht akzeptieren und da lacht der Trump ja laut drüber. Schauen wir mal hier, ob er was gesagt hat. Ich mag den Kerl nicht besonders. Also er hätte gerne ein zweites Referendum in England. Steht nur, das, was er gestern gesagt hat. Beziehst du eigentlich Wirtschaftsdaten mit in dein Trading ein? Also wenn die veröffentlicht werden, die Nein, Zahlen? nur dass ich, wenn die Wirtschaftsdaten kommen, dass ich da versuche, nicht wirklich eine Position zu haben, weil das ist ja Glücksspiel. Aber ansonsten ist mir das egal.
Es kommt ja nicht darauf an, wie die Wirtschaftsdaten sind, sondern es kommt darauf an, wie die Leute darauf reagieren. Und das zeigt ja dann der Chart. Also ich muss gar nicht wissen, wie die Wirtschaftsdaten sind, Schrägstrich waren. Weil eigentlich ist das ja Vergangenheitsbewältigung. Kommt darauf an, dass die Leute oder worauf die Leute jetzt fokussieren. Wird es besser, wird es schlechter? Die Daten, die rauskommen, sind eigentlich schon uninteressant. Ich kenne keinen Trader, also keinen institutionellen Trader, der aufgrund einer Wirtschaftszahl irgendeine Position eingeht. Im Gegenteil, die warten darauf, was die Zocker machen und gehen dann dagegen. Weil durch Leute, die denken, oh, schlechte Wirtschaftszahl oder oh, gute Wirtschaftszahl, entstehen unfaire Preise und die werden dann von den Profis genutzt. Also, da wir uns wieder in der Value Area etabliert haben, Intraday, erwarten wir jetzt, dass er, mal gucken, ob zuerst der Point of Control runterkommt und es dadurch fair wird oder dass wir uns zu den fairen Preisen wieder hocharbeiten. Sieht dann wieder aus wie das übliche DAX-V. Als ich angefangen habe zu traden, ich gebe zu, es ist schon lange her, da gab es diese Vs eigentlich nie. Und seit die Freunde hier uns immer vorführen wollen, gibt es diese Vs immer, immer häufiger. Früher wurde jeder Boden auf jeden Fall nochmal getestet. Auf jeden Fall getestet. Inzwischen ist aber V fast schon Standard. So verrückt wie es ist. So, wir sind auf Fair. Sind damit auch wieder auf dem Weg in den fairen Bereich. Auf Tagesbasis, da oben ist er. Und wenn der Markt hier eine Umkehr formt, zum Beispiel im 1-Minuten-Chart, dann gibt es nochmal die Chance, von diesem Point of Control nach unten wegzuverkaufen. Allerdings, so wie der da anrollt, sieht das so aus, als könnte da sogar mehr gehen. Also jetzt zum Trading-Ansatz. Was ich machen würde, ist Nummer 1 am oberen Value Level was zu verkaufen. Weil wir waren zu billig, dann ist auf jeden Fall hier teuer. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier nicht alleine verkaufen. Und das ist wichtig. Oder wenn er einen Rücksetzer macht, möchte ich hier unten am unteren Value Level kaufen. Ja. Hier ist fairer Preis, hier habe ich nichts zu tun. Hier kann ich auf eine Korrektur spekulieren, aber das ist Spekulation. Ja. Das kann genauso gut gleich oben durchgehen, das V vollenden. Also, entweder ich will hier oben verkaufen oder ich will hier unten kaufen. Im Moment bin ich nur froh, dass ich aus dem Short rausgeklettert bin, weil ich gesehen habe, dass er sich hier etabliert. Und ihr seht, ja,
Da hat einer Monsterappetit. So, Frage ist jetzt, wir nehmen mal an, das steigt heute nur noch. Wie kommen wir denn rein? Wir kommen rein, indem wir warten, dass er sich hier, wie gesagt, 30 Minuten, etabliert innerhalb der Tages-Value-Area und dass er den oberen Value-Level überbietet. Danach hätten wir gerne eine Korrektur und möchten dann hier, weil er sich ja wieder drin etabliert hat, oder weil das wird dann hier nach oben laufen, am unteren Value-Level kaufen und dann nach oben fahren. Klar kannst du den Dow treten. Logisch. Das geht auf dem Dow, das geht auf dem Nasdaq, das geht auf dem S&P, das geht auf dem Eurostoxx, das geht im Bund Futures, geht in den Ami Bond Futures, geht auf Gold, geht auf Silber, geht auf den Euro und so weiter. Geht überall, wo es sinnvolle Future-Märkte gibt und wir die Daten einpflegen. Grundsätzlich, wer CFDs handelt, sollte aufgrund der Spread-Überlegung natürlich hochpreisige Indizes handeln, wie den DAX oder den Dow. Hat sich doch auch um 5 Minuten verschoben. Und dadurch, dass sich das verschoben hat, ja, und das hat sich schon praktisch dadurch verschoben, sind wir jetzt schon zu teuer. Also jetzt geht es hier um die Wurst. Wir nehmen da die Future-Daten. Und wenn der Future in Anführungsstrichen, der wird ja nicht 24 Stunden gehandelt, aber wenn du das beziehst, dann ich glaube, wir haben ihn auf 6 Uhr, glaube ich, gesetzt. Bei Bitcoin zum Beispiel mache ich 0 Uhr. Aber Vorsicht, ich glaube, das ist London Zeit 0 Uhr. Du siehst das ja, das wird in deiner Software angezeigt. Also hier ist wieder vom Tag, das heißt okay, dass er hier reagiert. Und jetzt müssen wir schauen, ob er außerhalb verbleibt oder ob er wieder reinfällt. Dann kann er, ich vermute fast, dass er jetzt da erstmal verbleiben wird. Das war sehr dynamisch hier nach oben. Aber wie gesagt, wir beobachten das einfach. Moment, macht ihr hier eine Reversal-Kerze?
da die Value Area jetzt runter ist, könnte er sogar hier jetzt nochmal auf die loslaufen. Wenn er sich da stabilisiert, hast du genau recht, Andreas. Wenn er hier reinläuft, dann sollte er auf die Value Area heiß laufen. Aber im Moment ist noch kein Long opportun. Er ist zu teuer hier. Und er muss das ausbalancieren. Im Moment sieht es nicht so aus, als dass er ausbalanciert. Jeden Fall hat er den Ausbruch unter die 300, die er immer gehalten hat, knapp über der 300, 320, hat er ja jetzt wieder negiert, wieder abgelehnt da unten. Und jetzt geht es darum, ist das nur der Pullback an diese 320? Im Future oder kann er sich da wieder rein bewegen? Bordefront Roll hat auch ein V. Olli, hast du Tagesziele oder suchst du dann auch noch nach weiteren Trading-Signalen? Also bei mir ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es gut ist, wenn man seine P&L managt. Das bedeutet, es macht Sinn, Tagesziele zu haben. Vor allen Dingen macht es Sinn zu wissen, wann man aufhört an einem Tag, wenn es nicht läuft. Ich mache das in der Regel folgendermaßen. Ich akzeptiere, dass ich bis zu 40 Punkte an einem Tag verlieren darf. Dann höre ich auf und sage, okay, das ist nicht mein Tag, morgen wieder. Auf der anderen Seite weiß ich, dass man an Trendtagen
sehr viel mehr verdienen kann als diese 40 Punkte, die man akzeptiert als Verlust. Und daher möchte ich mich nicht beschränken. Allerdings, wenn ich Geld verdient habe, riskiere ich nie mehr, also wenn es sinnvoll ist, heißt also, ich habe schon 40 Punkte zum Beispiel verdient oder ich habe schon 30 Punkte verdient. Bei mir ist so, wenn ich mehr als 20 Punkte verdient habe, immer auf 3 Einheiten gerechnet, also zum Beispiel jetzt, würde ich nur noch die Hälfte davon riskieren. Ja, das heißt, ich verkleinere meine Position oder ich nehme nur Trades, wo der Stopp von den Kerzen her so passt. Ja, ist das verständlich ausgedrückt? Ich versuche also, wenn ich will eigentlich jeden Tag 20 Punkte verdienen. Wenn ich diese 20 Punkte verdient habe, dann will ich nicht mehr als die Hälfte riskieren, weil psychologisch es ganz schlecht ist, wenn man schon seinen geplanten Tagesgewinn geistig eingebucht hat und plötzlich ist er wieder weg. Denn dann kommt man oft auf diese schiefe Bahn. Ich will es wiederholen, nehmen erhöhtes Risiko oder sonstigen Blödsinn. Von daher, wenn es mir also gelingt, über diese 20 Punkte hinaus schon Geld verdient zu haben, möchte ich auf keinen Fall mehr als die Hälfte dieses erzielten Gewinns schon wieder hergeben. Ja. Also wir sehen, die Freunde haben hier massiven Appetit. Nutzen Sie gerne noch die restliche Zeit, um Fragen zu stellen. 15 Minuten haben wir ja noch geplant. Wenn es ein paar Minuten länger wird, von meiner Seite aus kein Problem. Okay. Aber die Zeit ging ja heute auch sehr schnell vorbei. Viele Informationen. Also nutzen Sie die Gelegenheit. Genau, für ein Long Setup muss er sich hier über dieser dunkelblauen Linie, was er im Moment noch nicht macht, etablieren. Im Moment ist noch erlaubt, weil es zu teuer ist, im Moment zu teuer ist, da oben zu verkaufen. Man kann zum Verkaufen beispielsweise Umkehrkerzen nehmen oder ähnliches. Ja. Die sind natürlich heute im 5-Minuten-Chart alle etwas länger als normal. Und daher vielleicht an solchen Tagen dann umschalten auf den 1-Minuten-Chart. Die Point of Controls der vergangenen Tage haben für mich nur dann Bedeutung, wenn sie, das nennt man Naked, also nackter POC, wenn sie noch nicht am Folgetag angelaufen worden sind. Dann bleiben sie für mich wichtig. Ansonsten nicht wirklich. Wie viel Geld benötigst du zum Starten? Das ist eine Frage, die sehr gefährlich ist. Ich sage immer zum Starten, also wenn mich jemand fragt und sagt, du Olli, ich würde gern bei dir traden lernen, was brauche ich an Geld? Auf meinem Konto sage ich, du zum Üben, und du solltest am Anfang nur üben, benötigst du grundsätzlich gar kein Geld. Ja, du sollst nämlich erstmal begreifen, worum es geht. Du sollst dich mit allen möglichen Dingen vertraut machen, mit deiner Software, mit der Handhabe, mit Risikomanagement, Money Management, allem möglichen Kram. Und dazu brauchst du kein Geld. Wenn du deine Technik, die du handeln willst, definiert hast, deine Regeln, deine Einstiegsregeln, deine Ausstiegsregeln, dein Money- und Risk-Management, dann
dann solltest du anfangen zu handeln. Und zum Anfang zu handeln, nimmst du am Anfang ein kleines Konto. Muss natürlich sinnvoll sein. Sinnvoll zum Üben ist, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach den neuen Regeln braucht man irgendwie 600 Euro für einen DAX, also für einen CFD-DAX. Das ist dann 1 Euro. Das bedeutet, wenn man da drei handeln will, brauchst du da irgendwie 2.000, 3.000 Euro auf deinem Account. Und dann kannst du das in sinnvollen Einheiten tun. Problem ist nämlich mit diesen Mini-DAXen, wo man, keine Ahnung, gibt vielleicht auch irgendwo, wo du 25 Cent bewegst irgendwann mal, dann interessiert sich gar nicht. Da kannst du auch Demokonto handeln, weil es geht darum, dass du diese psychologische Komponente hast, dass es nicht um Geld geht. Ja, weil Leute, wenn es ums Geld geht, reagieren die ganz anders, als wenn es ein Demokonto ist. Man sollte sich aber antrainieren, dass man ein Demokonto genauso handelt, als sei es echtes Geld. Ja. Und dann ist noch die Frage, muss ich davon leben, ja oder nein? Ich sage immer, sag mir, wie viel Zeit du vor der Kiste verbringst und sag mir, wie viel du pro Stunde verdienen willst. Und dann kann man dir ausrechnen, wie viel du brauchst. Das kann ich dir nicht ausrechnen, das musst du dir ausrechnen. Es sollte mehr rauskommen als 5 Euro die Stunde. Ansonsten kannst du hier in Zypern beim Lidl Kissen stapeln, da kriegst du 5 Euro. Ja. Ist doch teilweise an der frischen Luft, wenn du es vom Lastwagen reinholst. Also eine gesunde Sache. Ich vermute nur, dass du mehr verdienen willst, so wie wir alle. Und dann sollte man sich das überlegen. Ich denke grundsätzlich, wer davon leben will, der sollte eher über Konten nachdenken, die 30.000 Euro oder höher sind. Ja, du rechnest natürlich in Stunden. Wenn du willst mit mir ein Späßle machen oder was? Du sagst, ich rechne nicht in Stunden. Wenn am Tag zwischen 300 und 400 Euro verdient werden, sehe ich das als gut an. Damit hast du doch wieder Stunden gesagt. Du hast ja gesagt, am Tag. Und wenn du mir sagst, ist mir egal, wenn ich nach 5 Minuten das verdiene, dann mal höre ich auf. Das ist doch auch okay, aber trotzdem, du hast doch gerade den Tag angesprochen. Das heißt, du sitzt auch gerne den ganzen Tag davor. Ja, ist im 5-Minuten-Chart, das ist zweimal eine Umkehrkerze. Umkehrkerze ist ein neues Extrem und dann ein negativer Close. So perfekt, wenn du dein Ziel erreichst und Feierabend machst. Ja. Aber damit du dein Ziel erreichst, musst du ja eine bestimmte Kontogröße haben. Das meine ich doch damit. Du wirst sicherlich nicht mit einem 1.000-Euro-Konto jeden Tag 300, 400 Euro machen. Ansonsten höre ich auf und lass dich mein Konto treten. Da schwitzt du wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber wenn du da dieselbe prozentuale Sache rausholst, dann können wir irgendwann die Insel hier kaufen. Ja, siehst du, das meine ich da damit. Man braucht sinnvolle Kontogrößen. Ja. Sinnvoll ist am Anfang, so sagen wir einfach mal, es zahlt 3.000 Euro. Danach ist alles unter 10 schlecht. Und also wenn man es wirklich betreiben will, ordentlich betreiben will, wenn man davon leben will, sollte man eher 30 plus haben.
Also der Trick ist hier, wenn ich zum Beispiel, das versuche ich immer zu klären, das Hammer-Trading. Also ich nehme mal hier den Pfeil, kann jeder den Pfeil sehen? Prima. Also, das ist hier eine Umkehrkerze. So, und nun gibt es Leute, die nenne ich Hammerfreaks. Das sind die, die sehen so ein Ding und sagen, oh geil, unter dieser Kerze jetzt verkaufe ich. Dann verkaufen die hier und stoppen sich hier oben drüber aus. Das machen die den ganzen Tag und wundern sich, dass sie nicht auf den grünen Zweig kommen. Freunde, das ist idiotisch. Wenn ich so eine Reversal-Kerze sehe, dann möchte ich, dass diese Kerze, denn das ist kein Fakt, das ist ein Angebot. Es gibt diese Vs in der Regel nicht. Und gerade umgekehrt, dann ist es vielleicht ein griechisches Lambda oder irgendwas oder umgedrehtes V, wie man es nennen wollt. Die gibt es nicht. Also, ich möchte, dass es getestet wird. Das Minimum, was ich will, das Minimum ist der Eröffnungskurs. Das ist das Minimum. Und Stopp kann nie sein, ein Punkt oder zwei Punkte oben drüber, sondern da muss ein Close oben drüber kommen. Und ja, ich verstehe, dass man einen Notstopp haben muss, aber lass den Stopp doch dann mal seine 20 Punkte sein. So, weil wenn es ein Reversal ist, dann verdienst du die 40 Punkte doch auch. So, ich möchte also zwischen hier und hier, also in dem Schatten, Opening-Preis und Schatten, möchte ich verkaufen. Das bedeutet, ich verkaufe entweder hier, in diesem Teil der Kerze oder hier. Oder wenn ich Glück habe, wenn ich ganz großes Glück habe, kriege ich sogar hier die Stops von den Hammerfreaks. Und dann soll es in die richtige Richtung gehen. Alles andere ist Banane. Genauso hier unten. Ja? Der formt hier Hämmer. Ja? So, das ist der erste. Jetzt sind wir gar in einer ganz starken Bewegung. Da wird es im ersten Versuch nicht gehen. Also, nächster Versuch. Wir haben hier sogar unten drunter geschlossen. Also, hier, wupp. Im Schatten kaufen. Inside Bar. Im Schatten kaufen oder sogar unten drunter die Stops abfischen. Nicht so ein Blödsinn mit, ich warte auf das Close der Kerze oder irgendwas. Unten kaufen, oben verkaufen, nicht hier verkaufen und hier wieder den Stopp holen und sagen, Scheiße. Idealerweise, Dirk, ab 9, idealerweise ab 9. Weil ab 9 sind alle Marktteilnehmer da. Ehrlicherweise muss man sagen, ab Viertel nach 9 sind alle da. Weil der große Optionsmarkt, der lässt sich die erste Viertelstunde Zeit, um mal zu gucken, was so geht. Und dann stellen sie aktiv Preise. Deswegen ist auch oft um Viertel nach 5 schon Schluss. So, wer Fragen hat, bitte reinschreiben. Also, heute nochmal im Nacherzählgang. Jetzt wissen wir alle, was passiert ist, aber wir haben es ja auch live gesagt. Wir haben unter der Value Area eröffnet. Das heißt, wir waren zu billig. Zu billig heißt, dass wir im Idealfall, es gibt nichts Hundertprozentiges, im Idealfall sollten wir testen,
ob wir fair werden können, ja oder nein. So, wir haben jetzt, und hier gab es keinen Test, so wie hier, wir haben jetzt hier eine Umkehrkerze gehabt. Und wir hätten theoretisch auch, weil wir unten drunter waren und lange unten drunter war, hätten wir auch verkaufen dürfen, Herr Lemmert hier. Habe ich nicht gemacht, habe die Gründe vorhin versucht zu erläutern. Wir sind wieder in den fairen Bereich gegangen und haben in dem fairen Bereich, wir haben es im 1-Minuten-Chart gezeigt, dann den Ausbruch gemacht. Wir sind dann unter der Value Area verblieben und waren daher im Trendmodus. Jetzt ist aus irgendwelchen Gründen aus dem Trend nichts geworden, weil einer aufgewacht ist und hat gesagt, oh, ist alles wieder gut. So. Ich habe hoffentlich rübergebracht, warum, wann und wie ich aus dem Trade wieder rausgegangen bin. Das erste war das Limit, weil doppelt Risiko verdient. Zwei Einheiten auf Wiedersehen. Die andere Einheit wollte ich drehen, konnte ihn nicht drehen, bin also raus, als er sich, auch hier im 1-Minuten-Chart, sich wieder etabliert hatte innerhalb der Value Area, der Intraday Value Area. Ja. So. Ich hätte, darüber haben wir aber hier nicht geredet, deswegen war das nicht opportun, das hier zu sagen. Dieses ist ein Erschöpfungsmuster. Wir haben hier eine starke Bewegung. Wir haben einen Innenstab. Wir faken diesen Innenstab nach unten und schließen wieder drin. Das ist ein Erschöpfungsmuster. Und wir erwarten darauf eine Gegenbewegung. Die kam. So, wir haben jetzt wieder diesen Bereich hier verteidigt und haben daher die Möglichkeit, wieder erstmal hier hinzulaufen, weil das jetzt billig ist. Und von der Struktur, dann wird er vielleicht hier sich auch ändern, der Point of Control, und damit öffnen. Ja, wenn hier jetzt irgendwo mehr umgeht. Wir waren ja schon mal hier als Point of Control, das heißt, hier unten ist schon sehr viel umgegangen. Das heißt, wenn wir hier dann wieder rumhandeln, wird er dann wieder deutlich öffnen. Und dann werden wir hier die Lows revisiten, also werden dann nochmal hingehen. Beziehungsweise sogar, wir haben Ausbruch, Pullback, Test. Alle Leute, die Break-Even plus 1 Stops machen, sind rausgeflogen und könnten jetzt theoretisch massiv nach unten abrauchen. Ja, weil er die Kurse hier inkludiert. Die gehören dann zu den 70% noch dazu. Ja, weil wenn er unten Kurse dazu bekommt, nimmt er auch oben Kurse dazu. Weil er es ja möglichst gleichmäßig machen soll. Deswegen steigt dort die Intraday Value Area. Das hat damit zu tun, wo sind 70% der Kurse. Und wenn viele Kurse unten drunter dazukommen, nimmt er so viele Kurse wie möglich oben dazu. Und oben geht es nur bis hierhin, deswegen geht er bis dahin oben. Ja, es geht immer nur um die 70%. Jens, ich habe das vorhin erklärt im 1-Minuten-Chart. Ich kann es nochmal machen, warte. Muss ich die Uhr wieder wegschieben. Wir testen die Belastbarkeit. So. Also. Ups. Ah. Ist das der, der mich immer wieder zurückwirft? Der ja, da? Genau. Ja, ich bin zwar von gestern, aber nicht vollkommen von gestern. So, also, wir haben hier versucht, hineinzulaufen.
Wir sind abgelehnt worden und haben dann wieder den Value von heute akzeptiert. Und haben dann, das war alles noch okay und das war hier ein möglicher Kaufkurs, ja, wir haben dann den Ausbruch auf der Unterkante. Jetzt bin ich alarmiert, weil das darf gar nicht passieren. Der war oben raus, dann soll er spätestens unten bei billig, soll er doch halten. Und dann geht er unten raus und tut so, als wüsste er nicht, was er machen will mit dem Inside Bar. Er hat immer nur Zeit gewinnen. Ich weiß auch nicht, was ist er hier, Karl, was machst du? Ja, Heinz, ich weiß auch nicht. Und dann guckt er oben raus, nach dem Motto, ah, wir sind doch alle gut und wollen hoch und lehnt das sofort ab und hier habe ich verkauft. Weil ich gesagt habe, hey, dann ist Trend. Der Grund war, er hat was gemacht, was er nicht machen darf. Er war oben draußen, dann soll er doch auch oben in die Richtung laufen. Macht aber nicht, er bricht unten aus, das darf er gar nicht tun. Und wenn er es macht, soll er sofort wieder zurück. Er lässt sich hier ein bisschen Zeit. Na, du, ich hab gerade nichts zu tun, warte mal. Und dann nimmt er das Angebot nach oben nicht an, sondern verkauft ab. Da habe ich gesagt, hey, ich sehe dich, du Verkäufer. Und habe hier verkauft. Nee, ist nicht der Jens Schlemmer. Okay? Und wenn das passiert, wir sind unter der Tagesvalue, unter der Intraday-Value, das heißt Trend. Das heißt, ich muss rein, Attacke. Wupp. So, und dann habe ich ja erklärt, wegen Trailing hin und her. Und jetzt gucken wir mal, wo wir im 1 Minuten rausgeflogen werden, das ist ein tieferes, dann kommt er hier hin. Dann kommt hier nochmal ein tieferes. Kommt er hier hin, dann wären wir hier rausgeflogen. Ja, das ist so, wie ich es dann auch ungefähr später gemacht habe. Denn ich bin, nachdem er das hier angenommen hatte, bin ich ein bisschen schlechter hier rausgeflogen. Also es wäre cleverer gewesen, im 1-Minuten-Chart zu drehen. Wie sagt man immer, Spoiler Alert, es ist aber nicht immer gut, im 1-Minuten zu drehen, weil der 1-Minuten gibt natürlich viel, viel Bewegung, die dann im 5-Minuten du gar nicht mehr erkennen kannst. Ja. So, und jetzt sehen wir, am volumengewichteten Durchschnitt. Die Freunde wollen entweder ihre Order wieder zurückkaufen oder sie sind käuflich veranlagt. Alles ist wieder super. Und kaufen jetzt diesen volumengewichteten Durchschnitt hier. Die kaufen hier. Wir bewegen uns im Augenblick für heute gesehen absolut fair, nämlich in der Mitte, nah am Point of Control. Das heißt, wir als Trader haben eigentlich im Augenblick gar nichts zu tun. So, wir haben was zu tun, wenn es zu billig wird, nämlich hier. Und wir haben was zu tun, wenn es zu teuer wird. Und zwar erst probieren wir dagegen zu gehen. Wir kaufen keinen Punkt 2, weil wir sind nicht mehr im Trend. Die Dinger gehen seitwärts. Kein Trend. Hier ist also teuer, hier ist also billig. Das heißt, ich akzeptiere, dass es mir einmal wehtut, wenn ich hier verkaufe. Und es ist nicht so, dass ich hier verkaufe und sage, oh mein Gott, und jetzt muss ich hier kaufen. Die erste Bewegung will ich immer verkaufen. Dann gucke ich, wie bei der Korrektur geht. Wenn die Korrektur oben drüber bleibt, muss ich raus, muss ich sagen, uiuiuiui. Und muss long gehen. Und dann
will ich hier ganz durchfahren, weil dann hat er sich auch, wenn dieses Niveau sich nicht verändert, innerhalb des Tagesvalues wieder etabliert. Wenn ich auf der anderen Seite hier unten hingehe, will ich kaufen, weil hier billig ist und will auch hier kaufen, weil hier billig ist und will auch hier kaufen, weil hier billig ist. Es sei denn, in der Gegenbewegung, denn es kommt eine Gegenbewegung, verbleibt er unten drunter, dann sage ich, oh Scheiße, ich muss raus aus meinem Long und muss Short gehen. Und dann, weil er unter der ist und unter der ist, dann Trend nach hier. Und wenn er draußen war und wieder reingeht in die Tages und ist über dem, ist Trend durch die Value Area durch. Ja? Kommt, Freunde, sagt, dass ihr das verstanden habt, bitte. Wer hat es nicht verstanden? Wir versuchen dem Nelson so lange vom Mittagstisch wegzuhalten, bis ihr es alle verstanden habt. Ah, ich habe Geduld. Ja, wir haben Geduld, wir haben Zeit, alles gut. Ich habe hier neben mir ein Restaurant, ich könnte theoretisch telefonisch schnell was ordern, kein Problem. Also, klar, brauchst du Intraday, natürlich. Du siehst, dass du keinen Trend hast, dadurch, dass wir in der Value Area sind, Schrägstrich in der Intraday Value Area sind und die Dinger waagerecht verlaufen. Die Intraday natürlich, waagerecht, die anderen sind immer horizontal. Also, wenn die waagerecht verlaufen, heißt das, es ist kein Trend. Jawohl, Nelson muss sich erst erholen. Er ist schon wieder Urlaubsreif. Will schon wieder weg. Hab schon gebucht. Hat schon heute Morgen im Stau gestanden, hat schon schlechte Laune gehabt. Ja. Fast. Hat schon gedacht, Scheiße, Webinar fängt zu spät an. Kundenbeschwerden. Macht lange Urlaub, fängt dann nicht pünktlich an. Ich war pünktlich. Also, wer. Und das ist logisch. Wir können nicht in wenigen, in Anführungsstrichen Minuten oder meinetwegen auch wenigen Stunden, das so in jeden Kopf reinhämmern, dass jeder sagt, morgen, oh, habe ich doch verstanden. Wo sind die Dinger? Mache ich hier Klick, Klack, Schabernack. Aber ich habe es zum Beispiel auf den IB-Days erklärt. Ich habe es schon in meinem früheren Leben erklärt. Ich habe einen YouTube-Kanal, da kann man drauf zugreifen. Man geht auf YouTube, man klickt Trading Coach Olli und sieht Trading Coach Olli. Und da erklärt es der Olli oft genug und wird auch in den nächsten Tagen, Schrägstrich Wochen, wird er dort einstellen, Teile von diesem IB-Tagesvortrag. Und wer es danach noch nicht verstanden hat, ja, wer es danach noch nicht verstanden hat, das ist doch okay, dann kommt doch in meine Ausbildung, ich erkläre es dir, ich verspreche es, ich rede jeden Tag darüber. Jeden Tag rede ich darüber. Jeden Tag. Warum? Weil ich das ja auch benutze. Ich handle es so jeden Tag. Ich benutze in der Regel den 5-Minuten-Chart. Wenn der Markt sich aber, ich sag mal, massiv anfängt und schnell zu bewegen, gehe ich runter in den 1-Minuten-Chart, um es zu feintunen. Das Ding wird aufgezeichnet, deswegen gehe ich davon aus, dass es eine Aufzeichnung gibt. Genau. Er hat den Knopf gedrückt. Juhu! So, noch eins hier. Wie sage ich immer, der Werbeblock. Werbeblock. Ich kann euch FX Flat empfehlen.
weil ich genug Leute kenne, die dort handeln, aktiv handeln, und weil ich den Dirk kenne. Und der Dirk würde keinen Partnerbroker haben, wenn das kein seriöses Haus wäre. Also, wer hier noch kein Konto hat und will mal probieren, wie das ist bei einem seriösen Broker, ist aufgerufen, das hier zu tun. Und wer den Stereotrader nicht umsonst haben möchte bei FXFlat, weil den gibt es da umsonst, wenn man da tradet, der kann ihn sich holen bei stereotrader.net beim Dirk auf der Webseite und findet dort auch, Überraschung, Überraschung, mein MP-Tool. Das kann man dort auch käuflich erwerben. Und alles andere auf welchen auch immer Kanälen. Man bekommt, was steht hier? Bekommt man die laufenden POC-Daten nur über Stereotrader? Ja, im Moment kriegst du den nur über den Stereotrader. Es gibt natürlich auch andere Market-Profile-Tools oder MP-Tools oder wie auch immer die heißen. Manche nennen sie auch vollkommen um, weil es könnte da Copyright-Probleme geben. Deswegen heißt meins Olli-Version. Ja. Müsste eigentlich nach meinem Kumpel, der es programmiert hat, heißen, aber ich bin der, der sein Gesicht dafür hergibt, also heißt es nach mir. Und es beruht auf, in Anführungsstrichen, meinen, auf den Berechnungen von meinem Kumpel, nicht Dirks Berechnung. Ja, der Dirk ist ein super Typ, aber es sind nicht seine Berechnungen, sondern unsere Berechnungen. Und trotzdem sagt immer jeder Dirks Tool, weil es auf dem Stereotrader läuft. Wir sind dem Dirk sehr dankbar, dass er das möglich gemacht hat, weil es auf anderen Plattformen nicht so einfach geht. Es gibt welche, die sich zicken und die sagen, nee, das wollen wir nicht, wir haben doch unser eigenes und das eigene ist aber nicht so gut. Ja. Also, unsere Berechnungen wurden angestellt im letzten Jahr, da war es 18% besser als alle am Markt uns bekannten verfügbaren Tools, die wir testen konnten. Das heißt nicht, dass deine P&L 18% besser ist, sondern dass die Daten 18% exakter sind. Ich glaube nicht, dass sie das haben. Ich rede hier nicht über andere Broker, aber egal welchen du nennst, die haben mein Tool sicherlich nicht. Ja, mein Tool sicherlich nicht. Sonst müsste ich ihn ja verklagen. Nein, wir haben das nicht. Es gibt viele, viele Tools. Es gibt auch eins, naja, ich, wie gesagt, ich rede hier nicht über andere. Also es gibt viele, viele Tools, aber nicht meins. So. Ich trade, also früher habe ich getradet, von 8 Uhr bis 22 Uhr hätte ich fast gesagt, ist nicht richtig, von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 16 Uhr bis 18 Uhr. Inzwischen habe ich keine Lust mehr auf nachmittags, ist mir oft zu warm hier, ist mir oft zu viel Stress. Ich hätte gern auch ein bisschen Privatleben. Meine Familie hätte gerne was von mir, meine Tiere hätten gerne was von mir. Das bedeutet, dass ich nur morgens trade bis um 12. Ich habe allerdings gestern, weil es mich gestern geärgert hat, habe ich gestern wieder gesagt, das gibt's doch gar nicht, diese DAX-Idioten, diese Europäer, habe ich gestern drüber nachgedacht, ob ich meinen Tagesablauf ändere, weil meine Kinder inzwischen alt genug sind und ich sie morgens nicht mehr in die Schule fahren muss, dass ich meinen Tagesablauf umstelle auf Nachmittagstraden, weil die Ami-Märkte viel besser technisch laufen als der blöde DAX. Ja. Also jeder muss da für sich die
die Fenster finden, in denen er handeln kann. Es ist vollkommen unmöglich zu sagen, ich komme jetzt um 21:20 Uhr von der Arbeit und jetzt handle ich noch schnell im DAX. Das muss ja schief gehen. Ja, man muss das seriös betreiben. Du kannst Demokonten handeln, du kannst dir das nachspielen lassen auf bestimmten Plattformen und du kannst mit deinem Chart, in dem du Kerze für Kerze vorgehst, kannst du praktisch so tun als ob, ja, so ein Paper Trading. Aber wenn du Geld verdienen willst, musst du dann da sein, wenn die Märkte sich bewegen. Der DAX bewegt sich morgens in der Regel bis um 12 Uhr, weil dann die ganzen Fondsmanager essen gehen und danach, du musst zurückreden, bis sie nach Hause gehen. Und oder wenn die Amis am Start sind. Ansonsten bist du, ja, das ist verlorene Arbeitszeit ansonsten, verlorene Lebenszeit. Also, technisch ist es, also man muss unterscheiden, wenn du Spread und Kosten, die anfallen, das ist ja ein wichtiger Faktor beim Trading, dann darfst du bei CFD-Programmen eigentlich nur den DAX und den Dow Jones handeln. Alle anderen, wenn ich sehe, so Eurostoxx auf 2 Punkte gestellt und Bund Future auf 2 Ticks gestellt, das kann nicht wirklich gut gehen. Ja. DAX und DAU sollte machbar sein, sollte gut machbar sein mit den Bedingungen, die man vorfindet bei einem guten CFD-Programm. Und wir sind bei einem guten hier. Wir sind beim Weltbesten natürlich, wenn wir hier sind. Und das ist wichtig zu wissen. Wenn du Future handelst, ja, soll ja auch Leute geben, die Future handeln, dann ist es eine andere Sache und dann kannst du auch andere handeln. In Europa handelst du dann am besten technisch. Ich handle ihn nicht, weil das ist, muss ich wieder andere Daten kaufen, das ist eine andere Börse und bla bla. Also der beste technische Index ist der FTSE in Europa, der englische Index. Und der Eurostoxx ist gut. Der DAX ist ein sehr scheues Reh, was immer mal über Hecken springt und dann sagt, oh, Entschuldigung, muss wieder zurück. Ihr wisst schon, was ich meine. Und in Amerika eben der S&P, also der ES Future und der Nasdaq Future. Früher war der Russell eine total super Nummer. Ich handle seit langem, obwohl ich damit angefangen habe mit Währungen, handle ich eigentlich keine Währung mehr, weil wie nennt ihr die kleineren als die Pips? Die nennt ihr Pipetten oder so, ja? Das sind mir zu viele Zahlen und zu wenig Bewegung und zu viel leuchtende Zahlen für zu wenig Profit dann am Ende. Ja. Und dann kommen immer so Schlauberger und sagen, ja, du kannst doch 100 Mal hebeln. Fängt aber mein Risikogehirn an zu streiken und sagt, nein, danke. Also ich bin eher diesem Forex-Kram nicht so besonders aufgeschlossen, aber es funktioniert auch. So, haben wir noch Fragen oder können wir denn? Also für mich ist keine Frage, dass ich hier den DAX jetzt kaufen werde. Weil hier ist billig. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich werde nur noch maximal die Hälfte von dem, was ich vorhin verdient habe, einsetzen. Also ich stelle mich in der Regel 2 Punkte vor diese Linien.
Bei mir wäre das im Future eben 87 gewesen, das Low war 88. Das ist wie im richtigen Leben. Du triffst nicht immer und überall. Haben wir noch Fragen oder kann der Nelson sich wieder hinlegen? Vielleicht ist er ja auch schon weg. Dann können wir weitermachen. Ich bin noch nicht weg. Ja, dann lass doch. Dann lass du. Ich hab schon alles erlebt. Aber Ich habe nicht bei schon, mir. ich hab schon, das stimmt. Ich habe schon bei Brokern erlebt, dass die mich dann vom Handy angerufen haben und gesagt haben, kannst du noch ein bisschen weitermachen, weil ich muss gerade mal raus. Was weiß ich, mein Sohn hat sich irgendwie die Hand gebrochen oder irgendwas. Habe ich noch 2 Stunden weitergemacht. Aber gut zu wissen. Naja, wir sind ja flexibel. Wir sind ja noch jung. Wir sind ja flexibel. Das stimmt. Also hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch beim Dirk, dass er vorhin geholfen hat. Der Dirk ist ein netter Kerl, ärgert mir den nicht. Stellt ihm Fragen. Ansonsten bitte guckt seine Videos an, schaut seine PDFs und was weiß ich, was er alles hat, geht in seine Gruppe, schaut, was er da macht. Und seid überrascht, dass jemand, der ein Programmierer ist, trotzdem handeln kann. Ich habe am Anfang gedacht, der Dirk ist ein Spinner, habe dann raus, er übrigens auch, dass ich ein Spinner bin. Wir haben dann rausgefunden, wir sind gar keine Spinner und machen sogar viele Dinge relativ gleich. Von daher kann ich ihn empfehlen. Und wer noch kein Konto hat beim Nelson, macht ein Konto auf beim Nelson. Dann hat er auch was zu lachen. Und ich freue mich darauf, wer Lust hat, bei der WOT am Tag vorher, dass wir uns vielleicht persönlich kennenlernen dort. Oder wer da nicht geht, vielleicht nur auf die WOT geht, kann mich natürlich da auch kennenlernen. Gar keine Frage. Freue mich darauf. Ansonsten, wer mein Tool erwirbt, auf welchem Wege auch immer, freue ich mich auch drüber, weil da kann ich meinem Kumpel ein paar Euro in den Garten schmeißen für seine Programmierung, die bei mir läuft seit, ja, angefangen. Also, erzähl mir nicht den ganzen Kram. Ich handle stabil sein Zeug seit 2001. Also, ich weiß, dass es funktioniert und dass man da einen sehr guten Leitfaden hat, um in diesen Märkten, die ja fundamental nicht wirklich zu erklären sind, sich besser zurechtfinden kann. Ja, ansonsten empfehle ich meinen YouTube-Kanal, ich empfehle meine Facebook-Gruppe, ich habe auch eine Facebook-Seite, die man liken kann, ich habe einen Kurs, den man machen kann, es gibt im Oktober ein Bootcamp, was man besuchen kann, wenn man will, es gibt auch, glaube ich, eins im November vielleicht auch, schauen wir mal und freue mich, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Und bis bald. Ja, Olli, ich kann mich nur bedanken. Echt super Webinar. Sehr viele Informationen. Also die Teilnehmer waren nicht nur zahlreich da, sondern auch wirklich von Anfang bis Ende jetzt auch noch online. Wirklich klasse. Ja, und ich kann mich auch nur nochmal bei dir bedanken und natürlich auch bei Dirk, der heute auch anwesend war und natürlich auch hier im Chat ein paar Fragen zum Stil Trader beantwortet hat. Vielen Dank dafür. Natürlich ein ganz großes Dankeschön an die Teilnehmer, dass sie da mit Interesse hier zugehört haben und zugeschaut haben und natürlich auch aktiv Fragen gestellt haben. Vielen Dank. So macht das Webinar natürlich noch mehr Spaß, insbesondere für den Referenten. Die Aufzeichnung hat bis jetzt funktioniert. Und wenn nichts dazwischen kommt, dann sollte das auch heute bzw. morgen dann auch online kommen. Ich denke, sehr empfehlenswert, auch im Nachgang das Ganze nochmal durchzuarbeiten. Denn der Olli hat heute echt viele Informationen preisgegeben. Also wirklich toll. Dann ja, wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag, noch eine schöne Restwoche.
Wie immer passen Sie auf Ihre Position auf. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich nochmal die Seite für das Live-Trading-Event im November nochmal an, auf der WOT bzw. am Donnerstag davor. Ansonsten gerne aber auch sich bei uns melden, wenn Sie weitere Informationen zu uns haben wollen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute und von mir aus auf Wiedersehen. Jo, tschüss.